Und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Deep. Heute leider ohne Ente, weil er hat keine Zeit. Aber dafür mit einem neuen Let's Play Partner, und zwar Taddle. Na, ihr Nudeln. Nee, natürlich nicht. Dieser Bass. Nee, Quatsch. Also, wer vielleicht komplett auf dem Schlauch steht, es ist Ente. Und nicht Taddle. Nein, ich bin Taddle. Er spielt nur mit Entes Account, weil er hat ja kein Minecraft und er wollte das Ganze einfach mal testen und. Richtig. Ja. Also, für den Hintergrund vielleicht, wir sind vor einer halben Stunde aufgestanden. Also, ich bin vor einer halben Stunde aufgestanden. Richtig, und wir haben es jetzt. Gerade 9.26 Uhr. Eine unchristliche Zeit! Morgens, wohlgemerkt. Morgens! Deine Tür ist verhext, so, danke. Ja, und wenn ich aufstehe, ist meine Stimme noch extrem tief. Aber das wird sich jetzt gleich legen. Umso mehr ich rede, umso besser wird es, und ich merke schon, dass sie wieder hochgeht. Also ich glaube, dass deine Stimme bestimmt irgendwann sehr hoch sein wird. Nee, ich kann jetzt nicht mal meine Nietzsche-Stimme machen. Aber wieso das denn nicht? Nee, kriege ich nicht hin. Ich kann meine Stimme dann gerade nicht so reißen. Das geht echt gerade gar nicht. Krass. Okay, interessant. Gut, wir wollten noch ein bisschen Höhlen-Action machen. Ja, wir wollten tiefe, feuchte Löcher erkunden. Oh ja. Yeah. Wo ist deine Mutter? Scheiße. Das war so wild. Werf! Gut, ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Steinspitzhacken. Das, da werde ich nicht drum rumkommen. Ja, das muss ich auch. Und ich nehme auch ein zwei Essen Stacks wird Koppel problematisch. Mit. Also ich habe jetzt 25 Weizen. Ich mach daraus jetzt Brot. Habe ich Holz dabei? Nee, ich habe kein Holz dabei. Habe 8 Brote und noch 8 Steaks. Also die könnten wir uns teilen. Ich habe noch 11 Steaks. Ja, damit sollten wir eine Weile hinkommen. Hoffe ich. Habe ich noch so. Wo habe ich noch ein bisschen was an Erzen drin? Ein Glas. Ja, ich nehme jetzt 2 Stacks Koppel mit. Die Äxte kann ich eigentlich hier lassen, zumindest eine. Na, jetzt Samen auch. Ich habe noch Schaufeln, da haben wir noch eine Axt. Wir haben was auf dem Server gemacht, deswegen habe ich mein Inventar in der Kiste gelagert. Und jetzt ist natürlich wieder alles durcheinander, weil ich alles einfach wild reingeschmissen habe. So, passt doch. Weiß ja nicht, wofür ich Äxte brauche unter der Erde, aber... Ja, falls wir auf dem Minenschacht treffen. Ah ja, gut, okay. Gut, ich sollte auch, bevor wir runtergehen, noch was essen. Sonst ist es nicht gut. Ja, sollte ich auch. Bin mal eben AFK. Oh, wait. Ja, ich hatte nicht mal Frühstück. Nicht mal guten Morgenkaffee. Ich trinke auch keinen Kaffee, aber... Ich schaff's nicht mal zu frühstücken. So. Das Problem ist halt einfach, wir haben kein Crafting Table unten. Ne? Hast du noch ein Portable Crafting Table dabei? Gibt's es? Einfach ein Crafting Table mitnehmen. Ich kann ein Crafting. Das klingt wichtiger. Ein Portable? Minecraft. Aber guck mal, dann haben wir direkt einen guten Grund für ein Thumbnail. Wir können Taddle reinpacken. Das hatte ich so schon überlegt. Das bringt Klicks. Richtig. Secret YouTube Tactics. So, das da. Dann machen wir hier zu, damit das wieder schön aussieht. Ein Stack Kohle wird ja wohl reichen. Wir werden ja noch was finden. Ich habe gerade schon 16 gefunden und ich bin noch nicht mal unten in der Höhle. Ich bin gerade echt also 3 Stufen runtergegangen und habe 16 Kohle gefunden. Nice. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal, hoppala, alles das mit, was hier noch im Gang liegt.
Mache ich eben schon mal. Eine Tür muss ich definitiv mitnehmen. Ich bin mal überlegen, ob ich das Holz Holz sein lasse oder schon Sticks draus mache. Lass das Holz Holz. Ich mache zumindest ein paar Stickies schon mal fertig, falls wir unter Druck geraten. Ja, gut. Das kannst du machen. Ich habe noch einen Stick. So, mein Inventar ist zwar ziemlich voll, aber das wird sich wahrscheinlich legen, je mehr wir erkunden. Wir haben ja auch noch eine Kiste unten. Ich bin bereit. Ich bin schon kräftig am Buddeln. Wo bist du denn? Minenschacht. Ah, okay. Also stimmt, da war ja auch eine Höhle, ne? Ich habe schon wieder keine Musik an. Ich auch nicht. Ich füge die eh immer im Nachhinein rein, weil dann kann ich besser abmischen. Kann ich besser abmischen. Wo ist es denn? Wo ist meine Musik? Musik! Musik! Wo bist du? Musik! Wo bist du? Hallo? Die schläft noch. Ich dachte mir eben auch so im Bett, ach komm, jetzt legst du dich noch 5 Minuten hin. Nee, lieber nicht. Nee, ich hab... So wie letztes Mal. Ich hab mir einen Wecker gestellt, so. Wann stehst du denn auf? 8:30. Dann war ich so irgendwann 8:20 auf. 9:15. Den Wecker hat immer höher gestellt. Das ist laut. Ist der schon runter, oder? Also, ist der okay. Hallo. Haben wir echt was in den Öfen? Oh. Nee, nicht mal Kohle. Wir sind arm. So arm. Naja, ich hab noch 1,5-6er Haus an Kohle. So, darüber bin ich, über den Lavasee bin ich noch nicht gegangen. Einfach alles mitnehmen. Was Guck mal, haben. Kohle! Ja, ich finde hier gerade so viel Eisen. Ich glaube, ich werde erstmal kurz nach vorne bleiben und mache ein paar Eisenspitzhacken. Einfach für den Fall, dass wir Redstone und ähnliches finden. Weil da würde ich sagen, ruhig alles mitnehmen. Also ich nehme auf jeden Fall alles mit. Problem ist halt mit unseren Leveln, ne? Die sollten wir vielleicht vorher mal resetten, oder? Ja, ich habe mich extra einmal umgebracht, aber meine Level sind geblieben, ist das Problem. Gibt es nicht einen Befehl dafür, die zu resetten? Ist ja ein bisschen blöd, dass man... ist halt ein bisschen blöd mit dem Server. Ja, da können wir jetzt nichts machen. Das ist halt so. Wir wollen ja hier, ich möchte ja nicht groß enchanten oder so. Können wir mit der Zeit eh noch nicht. Richtig. Und wir werden eh noch genug sterben, dass wir unsere Level verlieren würden. Also so gesehen. Pure Lava. Hey, ich könnte ja theoretisch einen Minecraft-LAN-Server einrichten. Ich kann das ja jetzt hosten. Ja. Gott, ist hier viel Kohle. What the fuck? Oder wir hätten auf Vanilla spielen müssen. Wir spielen ja Bucket. Na, stimmt, wer's nicht weiß. Unser Bucket-Server. Bucket. Also wir spielen hier, wir sitzen auf einem Eimer. Wir sitzen in der Bäckerei. Ja. Alloy. Was denn? Ich habe gerade Kohle rausgegraben und habe dadurch noch eine neue Höhle gefunden. Das ist geil. Eine Win-Win-Situation. Ich nehme jetzt mal die ganze Kohle mit, die hier in den Wänden hängt. Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win. Oh, und wenn ich die habe... Da will ich sogar in die andere Höhle reinfallen. Ha. Und hole mein Eisen raus. Oh ja, hol dein Eisen raus. Ja. Das mache ich immer für meine Zuschauer. Habe ich auch auf der Gamescom gemacht. Oh, geil. Ja, dachten die sich auch. Okay. Noch so wie Fischkopf Duk. Geguckt hat, als ich mein Handy rausgeholt habe. Nein. Oh, ist das dunkel hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Merk. Das Themes schon wieder. Ja. Apropos Themes, was haben wir denn heute für Themen im Angebot? Wir haben an Themen. Zu den Nachrichten. Richtig. Ich überlege gerade, welches Thema wir anfangen, welches jetzt das taktisch sinnvollste wäre. Moment, wie lange nehmen wir schon auf? 13 Minuten, okay. Nee, das kann nicht sein. Wir nehmen noch keine 13-Minuten-Folge auf. Also eigentlich ja nicht, ne? Nee, ich habe halt schon weitaus früher angemacht, ihr habt. Ja, wir hatten das Thema
Drachenlord vorgeschlagen bekommen bei Romp unter den Kommentaren. Genau, wir sollten das Thema einfach mal bequatschen. Ich hätte eher vorgeschlagen, wir reißen das Thema mal ein bisschen kurz an. Ich speziell kenne mich damit jetzt nicht aus. Ich habe davon gehört, aber Ent ist der Experte, der hat das Video ja gesehen. Ja, ich habe mir das Video einfach mal angeguckt, weil ich, auch wenn ich echt gar keine Lust darauf hatte, weil mich das Thema extrem ankotzt, weil ich halt auch weiß, dass der Typ, also erstmal kurz zu den Basics. Oh, Lava. Wait, was ist das da hinten? Sehr basic. Kohle, Eisen. Der Drachenlord, ein YouTuber mit circa, ich weiß gar nicht wie viel tausend Abonnenten, lebt von seinen Hatern, könnte man sagen. Der Mann, nennen wir es mal Mann, ich habe keine Stickies dabei. Scheiße, ich muss nochmal nach oben. Nennen wir es mal Mann. Hat unglaublich krasse Hater. Der wird regelrecht immer wieder verarscht. Er wurde schon geswottet angeblich und alles Mögliche von den Leuten, weil die mittlerweile wissen, wo der wohnt und was weiß ich. Oh, ich habe echt kein Holz mehr. Ernsthaft jetzt? Noch Holz. Holz, 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 Holz. Ach, leck mich doch am Arsch. Selbst hier oben ist keins mehr. Guck mal bei mir in den Truhen, da müsste ich glaube ich noch was haben. Da hatte ich mir jetzt hier aber schnell einen Baum mit. Ja, und jetzt gab es halt das richtig krasse. Er hat sich mit einer Frau via Internet angefreundet und die haben sich ineinander verliebt und waren dann zusammen. Und in einem Livestream wollte er, auf YouNow, wollte er seinen Hatern dann zeigen, dass er nicht der hobbylose und Skelett, hobbylose und alleinige und bla 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 Drachenlord ist, sondern dass er auch was auf die Reihe kriegt. Also, was hat er gemacht? Er hat diese Mädchen auf YouNow einen Heiratsantrag gemacht. Die haben sich noch nicht einmal vorher gesehen, die haben sich das erste Mal dort gesehen. Die haben sich auch noch nicht echt getroffen und er macht dir doch einen Heiratsantrag. Allein das ist schon fragwürdig. Da muss ich jetzt mal, also wo ich das gehört habe, muss ich echt sagen, also wenn, dann muss das ja schon lange sein, weil ich mache ja nicht einfach so ein Mädchen, was ich jetzt 2 Monate übers Internet kenne. Ja, und das ist das Problem. Ich glaube, es waren 3 Monate, haben die sich für etwas ausgegeben, was die nicht war, nämlich. Als er dann nämlich den Heiratsantrag gemacht hat, auf die Antwort gewartet hat, hat sie das ganze Ding platzen lassen, hat gesagt, was er für ein fettes Schwein ist und für ein Loser und was weiß ich für einer ist. Und dann kamen 2 Kerle ins Bild, die ihn auch noch ausgelacht haben. Ja, Drachenlord ist in Tränen ausgebrochen und hat dann alle Hater abgrundtief beleidigt. Und das war's dann mit dem Stream. Gut, jetzt fragt man sich, hätte er das nicht ahnen können? Ganz im Ernst. Da fragt man sich, muss das sein, dass man ihn so verarscht? Also, mal ganz ehrlich, also, wenn man jetzt irgendwo in das Video schreit, deine Videos sind scheiße, du Opfer, ist was anderes, als man täuscht ihm eine Beziehung vor und lässt ihn dann, ich meine, macht man sich keine Gedanken darum, wie es ihm eventuell damit gehen würde, weil das ist kein Hate-Kommentar, wo man sagt, okay, blockieren, fertig. Das ist ja schon weitaus tiefgehender. Oh, guck mal, da unten ist eine Ente. Das ist Haten auf einem neuen Level, ganz im Ernst. Das ist nicht Haten, das ist einfach nur schwachsinnig. Das ist grenzdebil, das ist, fangt die Leute ein, sperrt sie in den Zoo. Richtig. Damit man sie mit Flaschen bewerfen kann, mein Gott. Das ist richtig krass. Aber auf das Thema wollen wir jetzt nämlich gar nicht weiter eingehen, weil das kann man jetzt stundenlang auseinandernehmen. Aber uns würde es natürlich interessieren, was ihr richtig, darüber denkt. Genau. Wie denkt ihr über dieses Video? Ich werde es aus Protest nicht in die Videobeschreibung packen. Oh, ich habe es erst gerade nicht angeguckt. Einfach, wenn ihr es sehen wollt, einen Drachenlord mit diesen Stichpunkten suchen, dann werdet ihr das bestimmt finden. Irgendwo findet man es sicher, aber... Ja, am besten sowas wie Drachenlord. Am besten Drachenlord-Heiratsantrag suchen oder so und dann findet man das auch.
Nase juckt. Ich hab's nur einfach aus Respekt nicht angeguckt. Ja. Ich kenne ihn nicht, ich gucke ihn nicht, ich habe keine Ahnung, aber alleine aus der alleine durch Respekt an der Menschlichkeit, an seiner. Du, ihr wisst, was ich meine. Ich hab's mir nicht angeguckt. Richtig. Irgendwo ist auch gut. Ja, da könnte man jetzt mich mal Thema anschneiden, dass wir, also ich zum Glück, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, das weiß ich gar nicht, mit Hatern, ich habe noch nie wirklich Hater gehabt. Ja, ich hatte letztens im Stream ja einen Hater, aber... Ja, einer, der... Mein Gott, die blockiere ich halt und fertig. Also sonst hatte ich das... Also so im Real Life hatte ich noch nix. Richtig. Also kam es mir ein bisschen creepy vor, dass hier Leute aus der Gegend, die ich nicht so mag, gesagt haben, hey, coole Videos, bla bla bla. Und ich dachte, ja, okay, interessant. Ich kenne ja aus der Gegend sonst nur Leute, die mir dezent am Arsch vorbeigehen, aber interessant, dass ich hier Zuschauer habe. Nehmen wir die Pilze mit. Wow! Alter, kannst du nicht machen.